Ja, guten Morgen. Moin, heißt es hier. Ich begrüße euch auch nochmal sehr herzlich von meiner Seite in die große Runde. Das ist schon besonders für uns nach wie vor. Besonders, weil es sich schon so vertraut anfühlt, ISB-Symposien in Hamburg durchzuführen. Und es ist auch dieses Jahr wieder so. Also es ist für uns schon ein gewohntes Format geworden und wir werden das weiter beibehalten. Ich gucke jetzt in ganz viele offene, freudige, vielleicht auch gespannte Gesichter. Das war gestern bei unserem Get-Together auch schon so. Ein schöner erster Teil des Einschwingens und jetzt starten wir in den Tag. Ich habe Licht dabei. Ich stehe hier auch im Licht. Bisschen geblendet fast. Ich habe Licht dabei in Form von Scheinwerfern und ich werde jetzt in den nächsten 10 Minuten natürlich fragmentarisch bleiben müssen, weil wir Konflikt und Dialog jetzt nicht in einer kleinen Keynote mal kurz umreißen, sondern ich habe ein Modell und noch gleich eine zweite Folie, also auch nicht zu viele Sachen dabei vorbereitet, wie wir auf Konflikte schauen können und wie wir ja mit einer Perspektive, mit verschiedenen Perspektiven auf Konflikt und auch auf Dialog schauen können. Und manche kennen das vielleicht noch aus ihrer Weiterbildung am ISB. Das Modell nennt sich 5 Kontexte oder 5 Ebenen der Problemdefinition. Wer kennt es noch? Mal kurz Handzeichen. Ja, sehr gut. Genau, Jakob. Wenn du jetzt nicht... Also, Perspektiven, wo wir immer wieder auch in der Beratung und natürlich auch logischerweise bei der Arbeit mit Konflikten schauen können, was ist eigentlich das Symptom, was ist das, was wir erleben, was wir sehen und was ist das dahinter, was ist das, was das Problem darstellt und welche Ebenen auch möglich sind für Lösungen. Da sind wir ja immer sehr bewusst im Umgang damit, zu gucken, was ist Symptom und was ist Ebene der Lösung im systemischen Arbeiten. Und da will ich euch einmal kurz durchführen, bevor wir dann nochmal so auf diese Ebene von Konflikthelfern, habe ich das mal genannt, gehen. So, was hilft uns eigentlich, wenn wir im Dialog auch mit Konflikten arbeiten? Rolle und Rollenkompetenz ist das Erste. Das ist fast ein Klassiker auch im ISB. Dabei geht es um den Einzelnen als Rollenträger. Wir haben das dann etwas sperrisch vielleicht genannt. Es geht um das rollenspezifische Können und das rollenspezifische Handlungs- und Steuerungswissen. Also wann ist der Konflikt verbunden mit dem Thema Rollen und Rollenkompetenz? Kann ich mein Handwerk? Verstehe ich, was zur Rolle dazugehört? Welche Verantwortung dazugehört? Das ist eine mögliche Perspektive auf Konflikte. Ich gehe ein bisschen schneller durch, weil ihr manches auch kennt und wir manches auch später beim zweiten Teil auch von Wolfram nochmal hören werden. Persönlichkeit, der Scheinwerfer Persönlichkeit, da geht es um Modelle, die uns helfen, Persönlichkeitsdynamiken zu verstehen in Konflikten. Skriptarbeit, Antreiber, solche Modelle, die einfach den Fokus, den Scheinwerfer, das Licht auf Persönlichkeit legen bei Konflikten. System und Kultur heißt dann bei uns Interaktionsmuster als informelles System. Also das, was man so nicht so beschreiben und fassen kann, was aber trotzdem eine ganz deutliche Wirkung hat auf das Zusammenarbeiten, auf das Zusammenspiel. Kultur als eine prägende Art, auf unser Handeln und auf unser Denken zu schauen. Dann Das, was man schon eher fassen kann, ist der Rahmen und die Struktur, also das, was man im Organigramm sieht. Da ist immer die Frage, würde jetzt jemand anderes auch in der gleichen Situation die gleichen Probleme kriegen? Ist zum Beispiel der Projektleiter mit genug Macht ausgestattet oder fällt Macht und Verantwortung auseinander? Also wie sieht die Organisationsstruktur dazu aus und ist das ein Teil, aus dem heraus Konflikte entstehen? Und zuletzt Fachkompetenz. Sind es einfach Sachfragen, Fachthemen? Ist es ein Sachkonflikt, um den es geht?
Also verschiedene Scheinwerfer. Und wir wissen ja aus der Beratungsarbeit, das hat einen großen Stellenwert bei uns im ISB in den Weiterbildungen, dass wir auch Lieblingsscheinwerfer haben. Also gucke ich jetzt als ehemaliger McKinsey-Mann dann doch gerne auf den Struktur- und Rahmenteil. Oder, und da mag ich jetzt gar keinen verunglimpfen, das ist sehr gut und wichtig. Oder gucke ich als Psychologe gerne durch die Persönlichkeitsbrille drauf. Also so etwas Stereotyp jetzt. Lieblingshypothesen, wo wir immer wieder auch gefordert sind als Berater, mal zu gucken, wenn ich jetzt mal den Scheinwerfer hochdimme und den anderen ein bisschen niedriger, was passiert dann, was erlebe ich dann, wenn ich es mal unter diesem Licht mir anschaue. Jetzt Dialoghelfer, also 5 Perspektiven auf Dialog. Was hilft uns, wenn wir aus einer systemischen Perspektive auf Dialog und vor allem den Versuch, Konflikte im Dialog zu klären, schauen? Und da gibt es auch wiederum den klaren Klassiker, den Teil am ISB, der in jeder Ausbildung auch über alle Curricula hinweg ganz wichtig ist, Rollenklarheit oder rollengemäße Kommunikation. Also bin ich mir im Dialog, in der Konfliktklärung klar, aus welcher Rolle ich zu welcher Rolle spreche. Und da passiert, glaube ich, im Alltag ganz viel Verwirrung und Durcheinander und auch dadurch vielleicht nicht rollengemäßes Klären im Dialog. Also Rollen und Verantwortung ist ein ganz wesentlicher Scheinwerfer auch bei uns in der Beratungsarbeit. Dann vielleicht etwas sperrig, Selbststeuerung oder Steuerungsproblem. Wir fragen bei jeder Beratung, was ist eigentlich das Steuerungsproblem dabei? Was ist der Problemteil hinter dem Problem? Ein Teilnehmer aus unseren Gruppen hat mal gesagt, was ist modern gesagt das, was wir im Frontend sehen? Und was ist das Problem im Backend? Also was steckt dahinter? Eine Ebene, die, ja, ich glaube, das kommt von Wolfram oder von Marc. Der Marc hat immer gesagt, ich meine es mal von Marc, das sind so die Momente der Wahrheit oder die Momente, wo wir wirklich wesentlich sprechen, die manchmal auch ein bisschen schmerzen, weil wir dann merken, was eigentlich für ein Thema dahinter steckt auf der Steuerungsebene. Dann Metakommunikation, ich weiß, Wolfram wird dazu auch gleich nochmal was sagen. Also sind wir in der Lage, so diesen Schritt zurückzutreten und zu gucken, was passiert hier eigentlich gerade im Dialog? Was ist das aus einer Metaposition betrachtet? Was ist das Kommunizieren auf einer Metaebene in einem Metadialog? Und das ist eine ganz wichtige Haltung im Systemischen. So, dann haben wir FKK. Nicht das, was ihr vermeintlich unter FKK versteht, sondern eine Wortschöpfung von Band, und ich glaube, der Marc hat sie dann als Marc Miener, unser Lehrtrainer, der hat sie dann so geprägt und ausgeführt als Abkürzung: eine freundlich kompetente Konfrontationskultur. Wir wissen alle, wie schön es wäre, das gut und ja, gewohnt im Alltag zu tun, und wir würden es gerne können, gemäß zu konfrontieren, rollengemäß zu konfrontieren, konstruktiv zu konfrontieren, wie schwer das ist und vor allem, wie schwer es ist, auch als Kulturelement zu etablieren in Organisationen. Eine gemäße FKK, eine gemäße, freundlich kompetente Konfrontationskultur. Und das Letzte, der letzte Scheinwerfer, Systemlernen oder lernende Systeme, eine Perspektive, die uns sehr interessiert in den letzten Jahren, die uns sehr begeistert in den letzten Jahren, das Lernen nicht als Sonderveranstaltung in die Organisation zu tragen und auch Lernen im Dialog nicht in der Sonderveranstaltung aufzuführen. Konflikte dort zu klären, im Dialog, wo sie stattfinden. Und immer mit der Lernperspektive, was lernen wir gerade anhand dessen, was wir tun. Und auch Konflikttraining vielleicht nicht unbedingt in die Sonderveranstaltung als Bildungsveranstaltung zu überführen, sondern dort es geschehen zu lassen, mit denen, die zusammenarbeiten und leisten. Und das merken wir sofort, das ist natürlich gar nicht ganz einfach. Wir haben jetzt ein neues Curriculum etabliert, wo wir uns ganz bewusst mit dieser Lernperspektive im Alltag der Organisation beschäftigen wollen. Das läuft gerade heute, der zweite Baustein. Und diese Perspektive von Lernen und Lernprozessgestaltung ist ja eine ganz wesentliche DNA des ISB. Das beschäftigt uns seit 35 Jahren. Und auch da nochmal sich bewusst zu machen, wie können wir eigentlich im Alltag, in jedem Dialog, in jeder Art von Klärung auch diese Lernperspektive nutzen. Und, bleibe ich vielleicht mal eher hier stehen, da gibt es natürlich ganz viele andere Scheinwerfer, und es gibt Scheinwerfer, die wir heute den Tag über einsammeln werden, die wir in den Workshops, in den Keynotes gleich hören werden. Also das hat überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll uns vielleicht anregen, so ein bisschen auf der Ebene in den Tag zu starten, in die Keynotes jetzt reinzugehen und dann in die Workshops. Und als letztes
zeige ich euch noch für die, die jetzt noch nicht am ISB waren, noch nicht am ISB waren, vielleicht passiert es ja noch und auch hier natürlich jetzt zum ersten Mal sind, wer da einfach ein bisschen stöbern will, das sind unsere drei Felder, professionalisieren ist unser Bildungsgeschäft, vernetzen ist das, was wir hier machen. Wir haben ganz viel in den letzten Jahren etabliert in Richtung Community-Veranstaltung dieser Art. Das ist uns ein hohes Gut. Und was wir jetzt online haben, und darauf will ich euch einen besonderen hinweisen, ist dieser ISB Campus. Das findet ihr dann auf der Website. Dort findet ihr ganz viel zum Nachlesen, zum Stöbern, kostenfrei zum Download in Open Source Philosophie, allen zur Verfügung gestellt, einen großen Teil den Teilnehmern und Alumni, ein anderer Teil auch jedem, der sich dafür interessiert. Und da lade ich euch gerne ein, da zu stöbern und wenn euch das, was ihr heute erlebt, den Tag über interessiert, da weiter zu gucken, was wir alles machen. So, ich weiß nicht, wie ich zeitlich bin. Passt, ja? Dann wünsche ich euch einen guten Tag. Wir sehen uns später wieder. Habt eine gute Zeit und dann gebe ich wieder zurück an die Caroline. Danke. Danke, Thorsten.